Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J-Chris. Hey Leute. Und MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute zu dritt den Carnarvon raus, den britischen 7-3er Heavy. Ein schönes Ding, im Grunde ein Cent, der ein bisschen dicker ist als normal. Ich mag den sehr gerne. Hat einen Two-Plane Stabilizer und ziemlich viel Pen mit der APDS, die ich als Hauptbewaffnung benutze. Ich auch. Wir haben leider einen Abtier bekommen wieder, aber ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich will die orangene Spritzer. Ich glaube, da kommt gleich Artillerie runter. Ich auch. Ich stelle mich nicht rein. Ja, danke, oh. Danke by the way für das ganze Feedback in der letzten Folge, vorletzten Folge, was ihr von Kanalmitgliedschaft haltet. Versteht das nicht falsch, also es ist kein Muss und es ist auch kein, ich bin traurig, wenn ihr es nicht tut, es ist nur, falls ihr mochtet, falls ihr möchtet. Wie gesagt, ich möchte keine Zweiklassengesellschaft aufbauen, nur ich habe jetzt schon mehrfach E-Mails bekommen von Leuten, die gefragt haben, ob sie mir irgendwie was per PayPal schicken können, als Wehrsold, als Unterstützung. Und es ist ehrlich gesagt ein bisschen aufwendig, jedem die Adresse zu geben, deswegen so ein kleiner, nichts Großes, 2,99, 4,99, sowas in den Intervallen. Oh, da ist ein Haus. Da ist ein Haus in der Stadt. Ja. Ich hab schon was im Gegner gesehen, was war nur ein Haus. Oh, links von mir. Zieht uns beschädigt, ist ein Russer. Verdammt nicht. Ein IS, irgendwas, 6 wahrscheinlich. Oder 3, ach, keine Ahnung. Oh, passt bloß auf, an diesen Häusern bleibt man so gern hängen. Ach, schon der Zielung beschädigt. Da, der ist raus, die Kanone ist raus. Nee, der IS-6 hat mich geholt. Ah, der ist auch raus, okay. IS-6, das ist traurig. Da wird es auch raus, das ist auch traurig. Wo war das 906? Ich habe ihn gekillt, also wir haben uns gegenseitig. Achso, ja, okay. Das ist das Bild. So viel zum Thema, APDS hat gut pennen. IS-6 sagt definitiv nein. Ja, Winkel ist nicht so optimal. Tschüss, T29. Ein russischer Winkel. Russischer Winkel, vor allen Dingen, ja, hast du recht. Okay, ich werde schon den Spawn beschossen. Die Map ist so. Ahnung von wo, aber ich bin glaube ich schon wieder raus. Von rechts vermutlich. Ja, da war irgendwas irgendwo, irgendwann. Komm mal mit ein paar Bumbles. Mit ein paar Bumbles? Ist gut. Ja. Spawn ja so weit weg. Boah, Alter, diese Schrägdächer an diesen Häusern sind so ein Physik-Albtraum für die Panzer. Habt ihr eine Ahnung, wo rechts der ist? Au, ich wusste, dass ich was gehört habe. Irgendwo so in der. Ja, weiter hinten, Moment. Ich glaube, er ist gerade raus. Aber er war da hinten. Hast du gesehen, wo ich gestorben bin? Nee. So, das rechts. Ich habe links gemeint. Ups. Fängt auch schon wieder gut an. Aber es könnte auch links gewesen sein. Ich weiß es halt nicht. Ja, weil links war irgendwas irgendwo. Keiner von uns, ja. Ich bin gerade gespawnt. Wenn ich beschossen werde, kann ich es dir sagen. Ich glaube, ich werde angeflogen. Das ist unpraktisch. Ich glaube, ich bin tot. Das ist unpraktisch. Ah. Dr. Frankenstein. Frankenstein? Klingt eher nach einem Schweizer. Der klingt Schwedisch. Oder Schwedisch. Der Holländisch. Der Frankenstein. Joa. David, möchtest du deinen komischen Witz eigentlich nochmal erzählen? Ich weiß es nicht. Also er hat vor der Aufnahme einen sehr dummen Spruch gebracht. Wenn er ihn nochmal bringen möchte, gerne. Ich werde es nicht tun. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Ja, soll ich oder? Ist deine Sache. Bist selber erwachsen. Tja. Falls er es jetzt nicht sagt, dann löchert ihn in den Kommentaren.
bin gerade am Konzentrieren, am Flieger suchen. Kommt auf jeden Fall, ich höre einen Jet. Ja, ich auch. Auf was hast du geschossen, Jan? Auf irgendeinen Heavy, der sich gerade direkt eingesmoked hat. Ist der bei B hinten? Nee, der ist rechts in dem Smoke drin. Den T-34 oder sowas gewesen sein. Der Ami meinst du? Ja. Eigentlich funktioniert der Carnarvon richtig gut und die Panzerung kann auch ordentlich was einstecken, wenn man nicht gerade geupdatet wird. Gegen Heat sieht das Ding ein bisschen alt aus. Gut. Das ist, glaube ich, das generelle Problem der Panzerungsmeta in diesem Spiel. Ja, ja. Chemische Waffen haben die ganze Meta irgendwie kaputt gemacht. Also Hash auch. Ich liebe Hash, aber Hash ist halt so Panzerungsannullierer. Wenn es funktioniert. Ja gut, ist halt auch dafür gebaut worden, ne? Naja. Oh, links. Links, ja. Siehst du es? Nee. Ah, jetzt sehe ich's. Wo? Markier's. Da, ich habe ihm nichts gemacht mit meiner Bash. Ach komm, ich bin wieder nicht komplett durchgekommen. Also, null. Ja, aber meine, von wegen Panzerungsannullierer Bash, ich bin irgendwie abgeprallt oder keinen Schaden oder so. Das ist auch eigentlich in Ordnung. Wir gehen jetzt hier schnell sterben, wobei wir gewinnen die Runde sogar. Und gehen dann in die nächste Map. Die Map mag ich eh nicht. Ah, ich mag die eigentlich. Ja, wenn wir Top-Tier gewesen wären. Okay, mag ich eigentlich irgendeine Map, wenn man low tier ist? Ich glaube nicht. Okay, T-54 ist raus. Ist eigentlich schade, dass der Avre keine normale HE hat. Okay, das war gemein. Speaking for auf Overkill, ne? Bash hat funktioniert. So, den Truck können die nie wieder zusammensetzen. Das ist ein Puzzle jetzt. Ja, aber keins für Kinder. Nee. 10.000 Teile Puzzle. Oh, ich hab die gehasst. Das ist diese ganz große Hai. Ja, das machen wir direkt nochmal besser. Tja, im Ausgleich für die Liebesfolge, die letzte Liebesfolge, kommt jetzt die absolute Hassfolge. Ach, es geht. Wird's Spaß. aber nur mit dem kleinen Milchstock. Das langt ja schon. Ein kleines Lächeln. Die Hassfolge kam doch schon vor dem, vor der Liebesfolge. Wenn wir Top-Tier sind, ist die Map cool. Wenn nicht, oh ja, Top-Tier. Ja, sehr schön. Wir sind, die Folge davon mit dem KV, das war die Hassfolge, wo wir zweimal Karelien bekommen haben. Ich fahr über A. Jo. Jetzt hoffe ich nur, dass unser Team nicht komplett über den Gegner drüber rollt und wir nichts abkriegen. Ich glaube, das ist auch die Variante, die ich am liebsten habe von Volokomansk. Ja, also die große finde ich in den meisten Fällen nicht gut. Also nee, im richtigen High Tier ist die große gut. Ja, aber sobald du 7-0 oder niedriger bist, ätzend. Ja, dann gibt es noch eine mit einem kleinen Bahnhof, wo nur ein Punkt ist. Die ist auch okay. Die gibt's wieder? Ja. Ich habe bis jetzt nur die und die ganz große gehabt, glaube ich. Nee, es gibt noch zwei andere. Es gibt noch eine andere, da ist irgendwie dann nur bei B, was jetzt hier B ist oder C. Da wird dann gekämpft und die ist auch noch okay. Wahrscheinlich hatte ich sie schon und ich erinnere mich einfach nicht. Das kann gut sein, ja. Es ist Sonntag, ich bin müde. Nein, David, jetzt sag nicht, ich bin immer müde. Ich hätte auch nur gesagt, das wäre alles wie immer. Das macht's nicht besser. Okay. Das
Deswegen gibt es auch den langsamen Kanaven heute, weil ein schnelles Fahrzeug oder Flugzeug wäre nichts für ihn gewesen heute. Nee, so gar nicht. Mein Kopf kommt heute echt nicht mit. Ich hatte vor der Aufnahme mit David eine lustige Situation. Er sagt mir was, ich lese gerade was. Ich lese gut noch 2 Minuten weiter und dann, was? Aber extrem aufgeregtes was, als hätte ich es gerade erst gesagt. Ja. Mein Kopf ist, wenn ich müde bin, so, wenn ich was lese, dann ist das First Priority. Ich höre zwar, was gesagt wird und das, was gesagt wird, aber ich reagiere dann halt erst voll spät darauf. Der M56 macht das schon. Oh, da kommt was. Ja, es kann nicht mehr schießen. Aber war was? Ja, es kann wirklich nicht mehr schießen. Oh. Der hat mich angeguckt, der war ganz böse. Ja, stimmt. Ich will auch auf irgendwas schießen. Ich hab ihn extra nur den Torndrehkraft gezogen, ja. Weißt du, aber... David hat mal wieder nichts gemacht. Hab doch nur abgedrückt. Da oben, also nicht da, aber da hinten. Ist was? Aha, abgeprallt. Er hat auf dich geschossen. Ja, ist gebounced. Der Loser. Loser. Und das? Keine Ahnung. 48 kann das sein. Oh, der guckt mich an. Hier, Ladeschütze, verdammt. Nicht so gut. Ah, dann kann ich den Schnee nicht so weit durchschießen, wie ich es gern hätte. Oh, verdammt! Nein! Da. Ja. Ist einer von euch in meiner Nähe? Ja. Kann nicht mehr schießen. Oh, Alter. Bombe. Nein. Ach komm, das war jetzt echt blöd. Ja, jetzt sind die alle gekommen, die ich eigentlich flanken wollte. Also sie stehen da hinten, David. Ich kann noch nicht fahren, jetzt kann ich wieder fahren. Ach so. Wer smoke denn von denen? Sind die doof? Ja. Überhaupt keinen Sinn. Dann flanke ich die mal frontal. Von links kommt wieder was. Oh ja. Pass auf, ihr seid da jetzt komplett alleine. Ja, ich habe einen habe ich bekommen. Der andere schießt noch auf mich, der ist da oben. Der hat keinen Geschützverschluss, der ist nur ein Panther. Nur der Panther, der Lukas gekillt hat. Ja, es war glaube ich ein M41. Da war noch ein Panther und ich glaube nicht, dass ihr den gekillt habt, also zwei. Ne, ich habe noch keinen gekillt, ich habe bis jetzt nur den... Also dem habe ich auch den Turm leer geräumt, also da müsste noch was genau, sein. Genau, der M41 hat Lukas gekillt, ja. Ne, der Lukas wurde vom Panther gekillt. Achso, na dann. Ich weiß nicht mehr, von was ich gekillt wurde. Ich weiß nur, dass ich gekillt wurde und dass ihr jetzt meinen Plan umsetzt, ohne dass ich dabei bin. Richtantrieb. Finde ich nicht so gut. Ah, jetzt, das war der Panther, den ich beschossen hatte. Sure, was links von mir? Au, Ferdinand. Links. Commander nur. Der arme Ferdinand. Lass ihm doch mal was. Ich folge dir gerade im T28, der Matchstart neben uns war. Der fährt hier immer noch zum Gegner. Okay, ihr zwei, sehr schön. Aber Ferdinand den Ball auf 6-7 hochgehen soll. Na gut. Da hat er sich verdient. Dann bombe ich ihn mal weg. Und zahle weg. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich nehme die Swingfire. Schwungfeuer. Die ich mir gerade noch gekauft habe. Extra für diese Folge. Das ist so gut von dir. Ich hätte sie vielleicht erstmal der Testmann noch testen sollen, damit ich weiß, wie die Raketen fliegen, aber naja. Hoch. Langweilig. Ich bin in der Luft, alles gut. Hier ist ein Ziel für dich. Na gut, dann muss ich mich ein bisschen bewegen. Hier sind extrem viele Gegner Richtung A unterwegs. 5 Stück, glaube ich. Treffe ich, stopp nicht.
Oh. Sehr schön. Oh, die war ziemlich perfekt. Oh, ich hab da was hinter mir. Ja, nicht mehr helfen. Jetzt hör doch mal auf zu smoken, ich sehe hier nichts. Okay, Tiger ist auch raus. Kommt noch ein weiteres Flugzeug. Oh, 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 shit. Ach komm! Lol, ich leb. Es war dumm, Kollege. Das war wirklich dumm. Verdammt, sind hier viele. Toll! Was? Das war die Hauptkanone, da bin ich nicht angeflogen. Okay. Also die Raketen, deswegen falls sie nicht frontal durch den Tiger gekommen, das finde ich ein bisschen komisch. Was zur Hölle? Spaß. Ne, komische Raketen. Die machen ja gar keinen Schaden oder gehen durch gar keine Panzerung. Ja gut, sind halt ATGMs, ne? Die sind sehr... Ich bin beim Tiger 2 voll auf die Frontplatte vorne und der ist abgeprallt. Das halte ich für eigentlich für ein Gerücht, weil... Abgeprallt oder nicht abgeprallt, durchgekommen? Abgeprallt, ist abgeprallt und dann an seiner... Von unten auf die Kanone hoch und dann ist an der Kanone explodiert ohne Schaden. Das klingt nach Spaß. Ja, 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 ja. LOL, ich hab den so 11 zerstört, ich hab dich einmal auf sie geschossen. Verdammt. Boah, in den Mund geschossen. Beweg dich, beweg dich. Ja, ich flieg ihn an. Target an Damage seitlich. Mano. Oh, sehr schön. Ich war von der Burp geflaggt. Sehr coole Sache. Burp, burp, burp. Lieber von ihm als von der Su-11. Hier gebe ich keine Kills. Ja. Aber ich flieg sie doch selber so gerne. Uiuiui. Uiuiui? Ja, der hat mich angeflogen. Das gibt niedrig. Noch echt viel, ne? Und irgendwie ist der Wald ein bisschen weg. Sag mal, willst du mal zu A? Ich versuche gerade zu A zu fahren, ja. Ich hab sein Rohr. Sehr hübsch. Mensch, lass die doch mal da rauskommen. Nö. Oh, da ist noch einer. Hab seine Kette. Da oben. Also ich warte dann mal, bis deine Munition alle ist, sonst kriege ich hier, glaube ich, echt nichts mehr. Ja, ich fahr mal weiter. Ich habe ihn angezündet und den Boom ein bisschen rausgenommen. Spawn-Camper, du. Das ist doch gar nicht deren Spawn. Nee, schon komm mal zu A. Hey, das ist auch der Spawn im Spawn. Die Bekan hat Spaß. Aber ich bin immer noch ein bisschen vom Flugzeugkill geflasht. Ja. Ach, der ist tot. Gut. Genau. Ihn, dann kriege ich noch ein Assist. Oh, was? Wie? Oder ist er schon tot?
Irgendwas ist gerade gestorben, ja. Oh. Das ist halt die Krux mit der APDS. Also du kommst zwar in der Regel gut durch, aber der Damage intern ist dann eher gering. Ja, das stimmt. Also bei Fahrzeugen mit schneller Reload wie dem hier funktioniert das in der Regel ganz gut. Bei welchem Panzer es mich ab und zu mal ein bisschen nervt, ist der Conqueror. Den hatte ich vorher vorgeschlagen, aber den haben die beiden leider noch nicht. Das ist einfach ein 120er mit APDS. Das ist... Naja, du lädst halt ein bisschen nach, ne? Ah, stimmt, ja, der Conway hat ja genau die gleiche Kanone, ja. Ja, aber der schießt ein bisschen schneller. Ne, der hat auch 19, also bei mir hat der den gleichen Reload, 19,4 echt? Sekunden. Ja. Also mir war, als würde der schneller schießen. Hey! Hm, komm mir bekannt vor. Sehr ähnliches Battle Rating. Doch, das Battle Rating hatten wir genauso in der ersten Runde auch. Ja. Ich habe auch gesagt, sehr ähnliches Battle Rating. Aber es ist voll die Abwechslung, weil es ist nur ein Punkt. Ja, ja. Das stimmt, ja. Also straight drauf, würde ich sagen, oder? Ja. So einfach der Straße lang. In the middle of the road. Effekt BMP. Immerhin haben wir die Russen jetzt auf unserer Seite. Stimmt, ja. Dafür haben wir die Copy-Paste-Russen auf der Gegnerseite. Jetzt, wo wir wieder auf der Map sind, kann ich das Gespräch von vorhin weiterführen, den Spruch bringen, oder? Ja. Also, why do British people say British? Because they drank the tea? Du müsstest jetzt ja eigentlich hier so einen Sitcom-Lachen einfügen. Also, es hätte schon irgendeine Reaktion von euch kommen müssen. Also, ich kannte den ja schon. Ja, aber einfach nur Stille ist halt schon ein bisschen komisch. Jetzt fühlt er sich humiliated. Eh. Ich glaube, du musst in den Zuschauern noch erklären, sonst fragen sie was. Also nee, nicht allen, dann, aber also, manchen. Also, willst du erklären, ist doch doof. Nee, das mache ich nicht, sowas mache ich. LOL. Und wetten, der kommt jetzt mit einer Pulkzerstörer. Warum fahre ich eigentlich straight so oft zu? Ich habe den Ladeschützen rausgenommen. Das ist natürlich... Au! Jetzt habe ich auf deinen Punkt geguckt und vor mich nicht mehr geguckt. Direkt vor mir auf der anderen Hausseite ist was. Okay. Erstmal meinen Schützen wechseln. Wessen? Leo. Das ist halt irgendwie auch. Hallo. Oh ja, da kommt ein Jet. Oh, da steht eine Maus. Tja, ah. Ist einer von euch Arti? Hier ist ein Eland. Nee. Das ist ein Heaven. Ein Heavenly. Heavenly. Oh ja, es hat die Maus mich geholt, verdammt. Ich hätte gedacht, dass er sich bewegt. Was? Warum sind da so viele Gegner? Wo denn? Was denn? Ich sehe hier gerade überhaupt nichts mehr. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Haben irgendwie Schüsse von allen Richtungen. Habe ich Artillerie. Joi! Ja, jetzt bin ich Artillerie. Ja, Dito. Mhm. Ich wollte schon immer mal was ausprobieren.
Gerade hat man wieder perfekt gesehen, was ich meine mit APDS. Ich habe gerade einen IKV 91 getroffen mit der APDS und er ist nicht tot. Oh. Sorry. Ja, alles gut. Pass auf die Entfernung rangen, wo A ist. Das wird nichts, die fliegt zu kommen. Alter, sind hier viele Gegner. Ach verdammt. Jei, die sind rechts außen. So gehen tut das irgendwie schon, es ist halt nicht so. So genau. Ja, oh, jetzt fliegen wir erstmal 15 Kilometer. Also rechts außen ist ein DF 105, by the way. Wow, da ist ein Mother. Aber der guckt mich nicht an. Das ist praktisch. Also ich komme mit Bomben. Sind da gerade viele in A? Das weiß ich nicht. Kann aber sein, dass da eine Maus bei A ist. Das wäre gut, wenn sie weg ist. Irgendwann. Wenn ich eine Markierung kriege. Also ich sehe sie, ich weiß nur, dass da nicht, ne? In der Gegend eine ist. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. 7,5. 7 raus. 6,5. Der DF hat den nächsten. 5,5. 5,0. 5,4. 4, ja, genau. Also. Was, genau die hier. Maus? Ne, der DF. Er killt mich jetzt. Attention to the map. Oh, die Bombe will ich treffen, oder? Nö. Ich hasse diese Bombe von diesem Ding. Ich hab den DF. Lol, er ist raus. Ja, ich hab ihn ja. Dem deine Bombe gefällt hat, hab ich ihn geholt. Sehr schön. Ne, ich mag dieses Ding als Bomber überhaupt nicht. Ich hab die Weibern dabei. Ja, aber bei Radarflak, die wir hier definitiv haben. Warum steht da schon wieder ein Haus? Das ist unglaublich. Die stellen sich alle vor. Kann da nur ein Haus stehen? Also die Maus ist genau hier. Okay. Da ist noch ein Gegner, ist das Flugzeug tief über dem Schlachtfeld. Das werde ich nicht überleben. Lol. Ich wollte gerade sagen, ich werde es nicht überleben, aber... Lol. Doppelkill vom selben Clan. Haben sie verdient. Okay, das Flugzeug hat sich rehabilitiert. Aber was willst du mit dem 7-0er Wiese ganz links außen? Scouten. Stimmt. Warte, hat das Ding Scouting? Ja, das Ding hat Scouting. Okay, dann funktioniert das. Ich bin immer wieder erstaunt davon, wie gut eine Maus scheinbar im Abtier funktioniert. Oder wie inkompetent teilweise die Teams sind. Ah, der IKV ist endlich raus. Was mir beim Carnarvon noch definitiv fehlt, ist ein Turm-MG oben. Ja. Die Maus hat das nächste Ding. Die steht mitten in A, oder? Müsste sie eigentlich. Durch die Backe müsste ich sie easy pennen können, wenn ich sie zuerst sehe. Jo. Hab ich gerade drauf geschossen? Ne, meins. Ja, die letzte Runde ist eine gute Runde. Das muss jetzt auch mal sein. Oh, hier links außen ist irgendwo was. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich durch meine eigene Artillerie. Das wäre dezent lustig. Irgendwie schon, ja. Ich stehe neben dir, ich werde dadurch. Die Maus kommt wahrscheinlich mit einem Bomber, also ich werde jetzt Captain und direkt rückwärts fahren. Na, ich will noch zwei Schüsse, also zwei neue Munitionsgranaten mitnehmen. Zwei Munitionsgranaten? Ich wusste es. Aber sie hat verkackt. Mir nichts getan.
Aber es war eindeutig eine deutsche Bombe. Hey, der schießt. Wer? Ein Gegner. Wo? Hier. Hier. Okay, irgendwo da. Oh, da ist noch einer. Der guckt mich an. Warum guckt er mich an? Nicht unfreundlich. Hey, der ist raus. Da ist noch einer. Jo. Hat keinen Turmblick. War das der? Jo. Ja gut. Also ich schieße noch. Glad to help. Was für ein Langweiler. Das typische, austeilen wollen, aber nicht einstecken können, ne? Weil so lange Gewalt hat er gar nicht. Gibt's aber noch einiges. Oh, ich hab von links eine Rakete gefressen, zwei Raketen. Von links? Also aus der Gegend. Ja. Ich hab da was gefunden. Ja, ja. Na gut, die Raketen haben mir nur die Kette orange gemacht, aber. Okay. Kugelblitze hält echt so viel aus. Oh, vor mir ist ein BMP. Böse. Danke. Schön angezogen. Oh, ah. Ich glaube, der kam von rechts. Ja, hab den Schuss links gesehen. Außen ist irgendwas. Oh, da ist er. Hey, der wird's kommen. Just close. Char-25, der feuert auch hauptsächlich mit Heat, oder? War das nicht so? Nevermind. Da kam er schon wieder, der Typ, der nicht einstecken wollte. Ja. Gegen Franzosen wirkt die APDS Wunder, weil die so eng zusammensitzen, die kuscheln gerne. Oh. Sei doch nicht so gemein zu denen. Nein, doch, also. Das ist ein Somur. Das ist eine Kugel. Blitz. Die sich verwirrt umguckt und jetzt stirbt. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich nicht weiterfahren möchte. Ja, ich bin sowieso schon auf dem Spawnradar, das ist schon viel zu nah. Hier ist der Stabi mal gut geholfen. Fährt jetzt ein Wiesel nach A. Ah, okay. Ja, es ist über südliche Flanke gefahren. Ja, warum nicht, ne? Nach. Willst du das Wiesel sprengen? Nee, hier war ein BMP-1. Aber der ist jetzt weg. Wiesel, ja gut, kann ja nur das 7-0er Wiesel sein. Gönn's dir. Ich versuch's zu treffen. Oh, mit der Swingfire, okay, das könntest du. Ja, ich bin zu nah dran. Bittere Pille. Ja, ich glaube, die Swingfire wird mir noch ein paar Kopfschmerzen bereiten, bis ich sie verstanden habe. Wo ist das Wiesel hingefahren? Das ist in A, also untersüdlich von A ist das. ZSU 57-2 gegen Wiesel, da würde ich auch aufs Wiesel tippen. Gut, wenn die ZSU einen Schuss rauskriegt. Ja, okay. Case closed. Ja, wenn das Wiesel schnell hinten rumgekommen wäre. Ja, wir wissen ja, was die ZSUs als mal einsteckt.
Vor allen Dingen, was teilweise, schöner Schuss, was teilweise die ZSUs, wie präzise die aus voller Fahrt ab manchmal sind. Also für mich nicht, aber für die Gegner. Kommt eine 262 rein. Da war doch eben zweimotoriges Flugzeug. Ja. Was denn? Ist weggeflogen. Richtung 65. Oh. Ja, und jetzt warten wir hier. Ich glaube, die Gegner sind alle in Flugzeugen, die letzten. Ah, hi David. Hallo. Schön siehst du aus. Findest du? Bisschen dreckig. Ja, eigentlich finde ich den FV voll hässlich mit den Seitendingern am Turm. Ja. Ja, also zum Abschluss war das eine okay Runde, würde ich sagen. Zumindest für mich. Ja, war ganz, ganz nett. Du hattest auch deinen Spaß davon, aber Jan glaube ich nicht so, oder? Ah, doch, bis ich den Swingfire ausgepackt habe. Was ein Spaß hatte ich mit dem. Der Swingfire ist halt echt nur was für hinter den Bergstellen und den Gegner wegsnipen. Meisten Spaß hatte ich mit dem Avre. Der Avre, das ist keine schlechte Investition gewesen, ne? Nee, der ist ganz nett. Eigentlich auch einer meiner Lieblingspanzer. Ja, du derbst ja sowieso für dein Leben gern. Auf jeden. Das ist meine, die Church of Derb. Aber heute waren wir nicht Derbs unterwegs, heute war es Canarin. Ich hatte Spaß, ich finde den Panzer top. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. Mhm.